hatten die halt alle so ein Zelt in der Hose und ich habe dann gefragt, was ist das? Das Ergebnis sind die Twin Towers von New York. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hazel Thomas Hörerlebnis. Heute, es geht wieder rund. Heute geht's richtig rund. Also wir sind zwar ein Ehepaar, aber wir sind innerhalb von unserem Podcast ziemlich freaky unterwegs mit noch einer dritten Person. Non-exclusive innerhalb unseres Podcasts. Und wir sind total gespannt, was heute passiert. Wir freuen uns riesig, dass wir einen richtig, richtig krassen Gast dabei haben. Also wir haben ihr seid, so einen krassen Gast hattet ihr noch nie. Genau, also wir machen ja nur noch Hochkaräter in diesem Podcast-Projekt. Drunter machen wir es gar nicht mehr, aber heute, es wird einfach fantastisch. Los geht's. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. So, los geht's. Eine Frage. Ja? Habt ihr das Intro selbst produziert? Ja. Es ist total abgefahren. Wer hat das gespielt? Das klingt so ein bisschen retro. Young Kira hat das gemacht. Sehr stark. Der sehr ist stark. Ein Hip-Hop-Produzent. Ja. Und den Sprecher hast du ihn erkannt? Das warst du. Nee. Nee. Oh, I wish. Es war Oliver Rohrbeck. Der Justus berühmte Jonas. Ja. Oh, kann ich nochmal hören? Ja, okay. also wir freuen uns sehr, dass er da ist. Michael Bulli Herwig, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. Hat ein bisschen was von der neuen deutschen Welle, ne? Ja, das ist so, genau, das war das Ziel auch. Krass, dass ich das erkannt habe. Ja, Wahnsinn. Ja. Irre. Man sieht einfach, dass du ein Profi bist. Du bist einfach ein Profi durch. Man hört es auch vor allem bei dem Podcast. Man hört es, ja. Sag mal, unterhaltet ihr euch zu Hause auch so wie eben? Also moderiert ihr zu Hause auch so durch, wenn ihr zum Beispiel sagt, wer macht das Essen oder kannst du mal das Kind eben wickeln? Noch in der Küche, jetzt im Badezimmer, ich bin's. Ja, macht ihr das auch so? Ich würde gerne, aber Thomas hält mich immer zurück. Also manchmal ist es tatsächlich so, wenn Hazel von einer Show nach Hause kommt, dann redet sie so ein Ticken zu laut. Und auch so in die Ferne. Und dann muss ich manchmal so sagen, so jetzt bitte 3 dB leiser. Also wie diese Kugeln, die man so schüttelt, wenn man so sein Schicksal wissen will. Ja. So muss Thomas meinen Kopf dann manchmal so ein bisschen leicht schütteln, damit was Neues geladen wird. Vor allem kann ich mir vorstellen, wenn du 6 Stunden, also angenommen, du wärst mal 6 Stunden in der Show, wo man nicht lachen darf. Oh Gott, das klingt ja. Ich weiß, dass du das nicht machen würdest. Aber wenn sie dann nach Hause käme, dann wäre der Pegel wahrscheinlich enorm hoch. Ja, ich will mal eine Show machen, wo ich ganz viele Comedians einlade und sie berühren alle meinen Penis und der Letzte, der loslässt, kriegt 50.000 Euro. Ja gut, dann verzichte ich auf das Geld. Ich nenne sie Proll. Was ist das denn für ein komischer Anfangshumor? Wo bin ich da hineingeraten? Aber wirklich, frage ich mich gerade auch. Wir sind, apropos, wo bin ich hier hereingeraten? Ja, es ist nicht meine Technik hier zum ersten Mal. Thomas und ich sind keine Münchner, aber wir sind so sehr in München. Ich glaube, noch nie war jemand so sehr in München. Wir sind innerhalb eines Brauhauses. Im Herrschaft. Zeiten. Nur euch habe ich zu verdanken, dass ich heute hier sitze. Ich war bestimmt schon Jahre nicht mehr im Tal, also hier am Marienplatz. Weil du grundsätzlich nicht so gerne in die Innenstadt gehst? Ich meine, für dich ist es wahrscheinlich sowieso schwer, überhaupt draußen rumzulaufen, oder? Ich kann schon rumgehen, aber ich muss halt dann damit rechnen, angesprochen zu werden. Du bist doch der Bulli. Ja, und Bulli ist jetzt auch ein Name, den kannst du auch so ganz locker über die Straße rufen. Bulli! Was machst nur du hier? Ja. Nee, aber ich freue mich, also ich weiß nicht, wie dir das geht, du wirst ja auch erkannt, also oder? Nehme ich mal an. Ja, also schon, wenn ich neben dir stehe, dann... Nein. Nee, aber also schon, mittlerweile schon, aber ich kann schon noch gut mich bewegen. Und ehrlich, auf der einen Seite denke ich mir, nein, die Leute, wenn sie sich freuen, dich zu sehen, das ist ja irgendwie auch ein Kompliment und dann machst du halt das Foto und dann gibst du halt mal kurz einen Autogramm. Es gibt eine schöne Geschichte übrigens, da stand ich bei, schon Jahre her, da haben wir Vicky und die starken Männer gemacht. Promotour, die ganze Otto. Bulli reibt sich übrigens gerade an der Nase, um zu suggerieren, dass er jetzt gerade eine Idee hatte. Ja, richtig, ja, was auch. Und dann stehen wir da so entourage-mäßig rum am Flughafen und dann kommen so 2 nette Damen, wobei die einen auch so angrinsen, ne? Und dann sagt die eine zu einem, ich werd verrückt, der Sascha. Ist auch schon passiert. Stimmt. Ich habe schon mal Autogramme gegeben. Ja, das könnte ich noch sehen, oder? Dass er ein bisschen aussieht wie Sascha. Stimmt, ja. Und Sascha hat auch schon mal und übrigens Thema Schweiz, DJ Bobo auch. Ach, ja, das ist... So haben wir uns übrigens kennengelernt. Wir hatten früher haargenau dieselbe Frisur. So lange glatte Haare. Stimmt. Ja, und ich habe, glaube ich, in irgendeinem Interview mal gesagt, dass ich hin und wieder mal als DJ Bobo
Autogramme gebe, worauf ich ganz süß, damals gab es noch Fax, was heißt damals, ich habe immer noch einen Fax, aber damals habe ich auch noch einen Fax von DJ Bobo bekommen und wir kannten uns nicht. Und er hat mir geschrieben, meinte, ah, das ist ja interessant, ich habe auch schon mal als Bully Autogramme gegeben. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Ihr seid quasi die drei Versionen eines Pokémons, Sascha, DJ Bobo. Und ja, du. Oder es sind auch so diese Paralleluniversen, die gibt's ja, die sind ja total angesagt. Also vielleicht gibt es uns in verschiedenen. Stimmt, ihr seid Multiverse. Die drei Peter Parkers. Ja. Welcher willst du sein von den dreien? Garfield oder? Garfield? Holland oder? Wie heißt der? Maguire. Jetzt kratzt Hazel gerade in ihrem Ich glaube, der Holland ist ganz cool, oder? Ja, der ist der coolste ich bin der auf jeden Holland-Typ, würde ich sagen. Ja, du bist so ein bisschen der Holland-Typ, ja. Also eigentlich auf dem Papier bist du krasser als Tom Holland. Ja, nicht eher Wonder Woman. Du hast ja, ich glaube, der Schuh des Manitou haben ja 12 Millionen deutsche Kinozuschauer gesehen, oder? Ja. Da muss Felix Lobrecht noch einige Computer klauen, bis ja, wobei, er das hinkriegt. Ja, aber jetzt, ich sag mal so, vermutlich, ja. Nein, ich sag mal so, das ist ja nur Ausnahme. Mhm. Und du meinst, es war auch noch ein bisschen eine andere Zeit, weil es gab nicht diese Streaming-Anbieter. Ja, und das stimmt, wobei ich mich schon auch erinnern kann, dass als der Film damals in die Kinos kam, hieß es immer, so ein Film wie Otto, der Film damals, der ja auch, glaube ich, um die 8 oder 8,5 Millionen Zuschauer gemacht hat, da haben wir damals auch immer gehört, ja, die Zeiten sind vorbei. Also du kriegst, wenn du heute 1 Million Zuschauer machst, das ist übrigens immer noch so, ne? Also wobei man sagt, heute ist die 500.000, 600.000 ist die neue Million. Ja, und das ist immer so diese Grenze, die man gerne mit so einem Film erreichen möchte. Also wir waren damals auch völlig geplättet über diese Zahl. Ist es der erfolgreichste Film, der je in einem deutschen Kino gelaufen ist? Ja, ist die Frage, wie man Erfolg definiert. Also es gibt in den 50er Jahren, als das Fernsehprogramm noch nicht so ausgiebig war und die Leute tatsächlich mehr ins Kino gegangen sind, da war, glaube ich, der erfolgreichste Film damals Grün ist die Heide. Ach, wie nett. Und da, ich weiß nicht, wie viele Millionen da reinmarschiert sind. Also es gibt da schon verschiedene Zeitrechnungen. Mhm. Und dann, aber in der Phase, wo es das Fernsehen schon so ausgiebig gab, da ist Manitou und Traumschiff Surprise tatsächlich die zwei erfolgreichsten Filme. Wahnsinn. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, weil ich habe damals in Ulm gelebt und da gab es das Kino, es gibt es auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr in der Innenstadt. Und da lief dieser Film unglaublich lang. Ich glaube, fast ein Jahr. Ja, der lief, also das stimmt. Also damals sind der hat so eine Langzeitwirkung gehabt. Ne? Mhm. Also, und dann kam noch eine Sache hinzu. Also er lief schon einige Monate und dann kam leider Gottes 9/11. Das war ja 2001. Mhm. Und ich saß dann bei Wetten, dass. Das war ein schwieriger Gott, wie Moment. Unangenehm. Ja, ja. Wie viele Tage nach 9/11? Drei Wochen. Also es war Ende September sowas. Zusammen mit Pierre Brice auch noch. Mhm. Also da kam unheimlich viel zusammen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, also ich wusste, dass Pierre Brice den Film nicht mag. Echt? Er hat sich auch öffentlich schon dazu geäußert, dass er das alles sehr, sehr respektlos findet. Und Thomas Gottschalk wollte vermitteln. Also haben wir uns bei Wetten, dass getroffen. Aber leider Gottes eben in dieser ganz komischen Stimmung. In dieser Stimmung, wo man dann so denkt, ja gut, also das ist jetzt eigentlich alles dann pauschal betrachtet nicht so wichtig. Genau, oder so ein Kinofilm, wenn die Welt untergeht. Richtig. Auf der anderen Seite haben die Leute aber das dankbar angenommen, dass sie mal auf andere Gedanken kommen können. Das haben wir mit LOL ja auch erlebt während der Pandemie. Stimmt, ne? ja, genau. Das war auch sehr unangenehm auf eine Art. Ja, es gibt nichts zu lachen, aber die Leute sind froh, dass es was zu lachen gibt. Mhm. Ja, oder dass man ihnen die Erlaubnis erteilt sozusagen, jetzt darfst du auch mal lachen. So. Und dann saß ich da mit Pierre Brice auf dieser Wetten-Dass-Couch. Also Pierre Brice für die Leute, die... richtig, gut. Die, ja, erklär mal. Die Hörer sind, das ist der Hauptdarsteller von Winnetou. Diese Winnetou-Filme, die wiederum basieren auf Romanen von Karl May, die ja nun auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Winnetou wurde gespielt von Pierre Brice, ein französischer Schauspieler. Waren unfassbar erfolgreich. Also haben in den 60ern auch ihre 6 Millionen Zuschauer gehabt. Und damals gab es ja eine Weltbevölkerung von 10 Millionen Menschen. Also es war eigentlich wirklich der Wahnsinn, dass die das geknackt haben. So. Und ich hab, für mich war das ein Held, ein Jugendheld. Ich hatte drei Helden, Elvis, Vicky und Winnetou. Ja? Ach krass. So, und jetzt treffe ich auf den. Das war für mich das Größte. Also nicht nur, dass ich diesen Film damals machen durfte, also selber als Apachenhäuptling da durch die Prärie reiten, sondern ich habe auch noch meinen Helden persönlich kennengelernt. Auf der Wetten-Dass-Couch, auch das erste Mal. Also für mich ist wahnsinnig viel emotional passiert in dem Moment. Und dann kommt eben Pierre Brice da rein
Und Thomas Gottschalk befragt ihn zu dem Film und er hält einen Monolog über Respekt. Was fehlender Respekt ausmacht. Was man tun und zu lassen hat. Und dieser ganze Monolog endete mit dem Satz, fehlender Respekt, er hat es so mit französischem Akzent gesagt, fehlender Respekt führt zu schlimmen Sachen und das Ergebnis sind die Twin Towers von New York. Oh Gott, oh, wow. Und also dein Film war das Symbol so, für... So, und dann habe ich in dem Moment gedacht, oh wow, jetzt, das ist 9/11 krass. 9/11 was a bully job. Ja, ja. Oh, das ist ja, nein, das ist ja so der Inbegriff von, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Ja. Also das hat man den fettesten Kloß aller Zeiten im Hals und wahrscheinlich. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Thomas und es ist ja eine Live-Sendung, also ja. Du kannst auch nicht jetzt... Ich konnte ihn auch nicht bremsen, ich wollte ja, ihm auch nicht dazwischen gehen. Das wäre richtig, wenn du so in ihn reingeflogen wärst. Das wäre unangenehm. Und Thomas Gottschalk hat aber sehr gut reagiert damals, hat gesagt, naja gut, da kann der Junge jetzt auch nicht dafür. So. Mhm. Es war wirklich keine schöne, für mich war es eine schöne Begegnung, für ihn nicht. Mhm. Ja, wir haben danach auch nie wieder miteinander gesprochen. Ich habe ihn dann zwar noch, weil ich die Wette verloren habe, war mein Einsatz, dass ich ihn mit der Kutsche als Winnie-Touch zum Flughafen bringe. Mhm. Das fand er auch nicht so lustig. Für die Show war es gut. Und danach hat der Film nochmal Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Genau. Richtig. Der Film lief schon einige Monate, war ein kleiner Abwärtstrend zu erkennen und nach der Show ging das Ding nochmal komplett durch die Decke. Also eigentlich hat Pierre Brice schon auch seinen Anteil dafür gehabt, dass der nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen hat durch diese gewollte Promo. Wenn er ihn gelobt hätte, hätte es wahrscheinlich weniger Zuschauer generiert. Ja, das weiß ich nicht. Könnte vielleicht noch mehr sogar. Ja, das kann sein. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Zeit. Das war 2000, oder? 2001. Wie die Twin Towers, ja, genau. Damals bist du noch durch den Hoden deines Vaters geschwommen. Genau. Was bist du für ein Jahrgang, Hazy? Nee, darf ich das fragen? 93. Aber wenn es um die Filme aus den 90ern geht, das ist immer... Also wenn ich über Jurassic Park oder Matrix oder Titanic rede, das ist immer der Wahrheit. Also ich kann dir sagen, ich war so klein bei der Schule des Manitou. Willst du wissen, was ich anhand dieses Films gelernt habe? Ja, das ist nämlich wirklich eine essentielle Bildungslücke, die ich bis dahin hatte. Es gibt doch diese eine Szene, wo die Frau morgens dann aufsteht und alle Männer haben Ständer. Und dann habe ich... Nein, da ist keine Frau dabei. Das ist im Bandenlager mit Santa Maria. Ja. Genau. Und er weckt sie morgens auf und sagt... einer von den Bandenmitgliedern schießt ein paar Mal in die Luft und sagt, los Männer, aufstehen. Hopp, 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 wir müssen los. Ne? Ja, genau. und dann haben alle... Auf. Ja, mhm. Ach so, okay. Guck ja. mal, siehst du. Keine so, Frau dabei. Keine Frau dabei. Keine Frau dabei, okay. Aber ich hab den geschaut bei meiner Tagesmutter damals und dann hatten die halt alle so ein Zelt in der Hose und ich habe dann gefragt, was ist das? Was ist da los? Was ist das? Und sie hat mir dann... Was ist das? Ey, Traudi, was ist das? Das war eine Österreicherin, meine Tagesmutter. Die hat immer so, es gab eigentlich immer nur Fischstäbchen mit Tiefkühlspinat und ich war so, bis ich 15 war, davon überzeugt, dass das die österreichische Küche ist. Das heißt, sie hat gesagt, das sind alles Fischstäbchen. Sie hat gesagt, es sind Kugelschreiber. Sie hat gesagt, weil sie konnte mir halt schlecht irgendwie erklären, was das ist. Das ist gut. Und seitdem muss ich natürlich an dich denken, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hose sehe. Was? Das höre ich jetzt erst. Zum Glück. Jetzt, wo ich schon ein Kind von dir habe. Das tut mir leid. Nee, aber das war für mich wirklich, also das war für mich ein Film, der war zu einer Zeit in meinem Leben präsent, wo ich gar nicht wusste, was ein Film ist. Also weißt du, wo ich einfach so dachte, ja, das passiert halt so. Also als ich dann irgendwie gehört habe, ja, der Typ, der erstmal, das sind keine Zwillinge, die beiden Brüder spielen, sondern es ist nur einer, wie soll denn das funktionieren und was, der hat das auch geschrieben, wieso, was soll der denn da schreiben, das hat man doch einfach gefilmt, das ist doch einfach passiert. Also das war wirklich noch in einer sehr, sehr primitiven Phase meiner Wahrnehmung. Also ich meine, Kinder ist ja so, die denken auch, ja 90 Minuten, das kann man doch auch in 90 Minuten drehen, ist ja nur 90 Minuten. Ja, ja. Ja, klar. Also dass das teilweise 50 Tage dauert, da frage ich, was machen die denn die ganze Zeit? Ja gut, heutzutage kann man ja, mit zwei Kameras kannst du 180 Minuten drehen. Wie diese eine Zuschauerin, die mal gefragt hat, weißt du noch, als wir Deutschland was geht, die YouTube-Serie gedreht haben, die ist immer jeden Sonntag um 12 Uhr erschienen und einmal sind wir um 12 Uhr in Marburg unterwegs gewesen und dann hat jemand Hazel auf der Straße erkannt und hat gesagt, ich dachte, du bist jetzt gerade auf YouTube und die hat irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass das ja geschnitten würde. Dass YouTube auch kein Ort ist. Also wie wenn jemand aus dem Kino laufen würde und dir, Bulli, begegnen würde und dann sagen würde, hä, was machst du denn hier? Du warst doch gerade auf der Leinwand. Du warst gerade bei mir am Fernseher. Du bist ja viel größer. Mein Fernseher ist gar nicht so groß. Ja.
Jetzt haben wir unsere Community gefragt, was für Fragen sie an dich haben. Die haben sich mega gefreut. Also sind wirklich ganz die viele dabei. Die konnten es gar nicht glauben. Die sagen, also wir wussten ja schon, dass du ein Stargast bist, aber dass du so ein großer Stargast bist, hätten wir auch nicht gedacht. Es gab ja sogar Zeitungen, die darüber berichtet haben, was beim ersten, als erster Gast bei Hazels und Thomas neuen Podcast ist, Michael Bulli-Herbig, unglaublich. Aber wir haben halt eine Community, die auch ziemlich woke ist. Und da kommt natürlich die Frage, die, denke ich, ein bisschen blöd ist und schwierig zu beantworten und auch ein bisschen unfair auf eine Art. Würdest du Schuh des Manitou heute wieder so drehen? Da muss natürlich die Antwort sein, erstmal nein. Nein, Moment. Also da muss man schon unterscheiden. Ich würde den Film heute schon noch machen. Anders halt. Genau. Mit anderen Gags, angepasst. Also Humor verändert, das muss ich dir ja nicht erzählen. Humor verändert sich. Ne? Wenn du dir heute Filme aus den 50ern anguckst, da sind manche Sachen dabei, die sind amüsant. Ja, ein Heinz Erhardt und wie sie alle heißen so. Du kannst dir Otto-Filme anschauen heute, die du ganz anders in Erinnerung hast und denkst, oh wow, das ist aber gewagt. Das würde ich heute wohl auch nicht so machen. Es gab damals übrigens auch schon in der Bully-Parade die ersten drei Staffeln, die habe ich komplett aus dem Verkehr gezogen. Ah, wirklich? Die sind nein, aber da habe ich keine Wokeness gebraucht und keinen Aufpasser, sondern wir haben irgendwann selber gemerkt, eieieiei. Mhm. Da haben wir viel experimentiert. Ja. Und das war auch so. Also wir haben damals Sachen ausprobiert. Also wir haben damals, ich meine, ProSieben war ein Privatsender, da war Anarchie pur. Die haben uns halt ein Team hingestellt und wir durften drehen. Und wo 30 so die ein oder andere Drehtür an den Ellbogen geknallt. Zum Beispiel. Jetzt und hier bei 7-1 ist auch Anarchie pur. Ja. Ja, weißt du, da hast du dann 30 Sketche geschrieben und dann drehst du aber 60. Und da hast du natürlich dann Ausschuss. Und ich habe mir irgendwann mal diese ersten drei Staffeln nochmal in Ruhe angeguckt. Die ist schon Jahre her. Jahre. Also das war wirklich kurz nach Manitou. So lange ist das schon her. Aber ich dachte, nee, das kannst du, bitte sendet das nicht mehr. Ich schäme mich dafür. Mhm. Das sind Dinge dabei, die waren nicht witzig, die waren blöd, die waren auch überhaupt nicht politisch korrekt. Wobei ich auch eine Hauch politische Inkorrektheit durchaus amüsant finde. Und ich finde, das ist auch ein bisschen Salz in der Suppe. Warum auch nicht? Ne? Aber wir haben ich habe das alles aus dem Verkehr gezogen. Wir haben dann so eine Art Best-of draus gemacht. Das hieß dann Bully Spezial. Und dann gab es dann die Sketche, die haben wir zusammengeschnitten, wo wir sagen, okay, das geht noch. Aber Humor verändert sich. Das können wir ja gar nicht aufhalten. Ja. So. Und einen Film wie Schuh des Manitou, natürlich kannst du den heute machen. Mhm. Aber du musst ihn anders machen. Du musst ihn dem Zeitgeist anpassen. Du musst vielleicht auch aus dieser Wokeness eine Ironie stricken. Du musst... da würden mir schon ein paar Gags zu einfallen. So ist das nicht. Aber ich sag mal so, so wie der Film jetzt daherkommt, exakt so, so würde ich ihn vermutlich nicht mehr machen, weil da so ein paar Dinge dabei sind, wo du sagst, kann man sich heute anschauen unter dem Nostalgiefaktor, weil du sagst, okay, der Film ist 20 Jahre alt. Aber ich würde, ich habe da auch Unterhaltungen mit meinem Sohn, ne? Und dann erkläre ich ihm das. Dann sage ich, ich verstehe, warum das heute anders gesehen wird. Damals haben wir uns da keine Gedanken gemacht. Heute machen wir uns Gedanken darüber. Aber man kann es ja erklären, wo das herkommt. Und wenn in dem Film Schuh des Manitou Indianer geschrien wird, dann hat es damit zu tun, dass in den Filmen der 60er Jahre permanent Indianer geschrien wurde. Das heißt, das haben wir parodiert. Und das muss man sozusagen, das erkläre ich dann meinem Sohn so, dass ich sage, pass auf, das haben wir nicht gemacht, um jemanden zu beleidigen. Wir sind auch damit aufgewachsen, Indianer spielen zu dürfen und zu können. Da war nichts dabei. Ich wollte auch immer der Indianer sein. Ich wollte nie der andere sein, weil ich die Indianer viel cooler fand. Viel besser. Für mich war der Häuptling der Held. So. Mhm. Also wollte ich sein wie er. Mhm. Und weil man zu ihnen Indianer gesagt hat, war ich der Indianer. Ja? Ich glaube, das muss man einfach erklären. Also dir war immer schon klar und dir ist auch nach wie vor klar, dass es von einem guten Ort aus kommt, emotional. Und ich glaube, man könnte auch sagen, dass kein Genre so sehr Produkt der Zeit ist wie Komödie, oder? Also ich merke das auch ganz stark bei zum Beispiel Austin Powers 2, fand ich früher mega geil. Ist immer noch ganz gut. Also, ja. Und ich habe das mal Hazel versucht zu zeigen, weil ich gesagt habe, wir haben den als Kind irgendwie, ich habe ja vier ich Geschwister. Ich habe den auch schon mal gesehen, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
Also es war zum Teil so einfach eine Freizeitaktivität, was machen wir heute? Ja, wir schauen wieder Austin Powers 2. Dann habe ich den irgendwann nochmal mit Hazy gesehen und so gemerkt, oh, also irgendwie finden die Gags nicht es mehr ist halt, so gut. Es ist immer so, wie wenn man so alte Fotos von sich anschaut und sich denkt, was habe ich mir denn dabei gedacht? Total. Bei dem Outfit. Und weil du das jetzt gerade sagst, wir hatten ja bei, selbst bei Shoot Is My Tour hatten wir Natives dabei. Ne? Mhm. Also der einer zum Beispiel war der Robert, der damals schon ewig in Berlin gelebt hat, ne? Mhm. Aber zum Stamme der Sioux gehört, also der Sioux, wie man auf Deutsch sagt. Ne? Und der hat mal was ganz, ganz Schönes und Charmantes gesagt. Der hat gesagt, man spürt, welches Herz den Gag macht. Ne? Mhm. Also aus welcher Motivation machst du ihn? Machst du ihn, weil du jemanden auf den Arm nehmen willst und ihn zum Lachen bringen willst und das auf eine charmante Art? Oder willst du ihn demütigen? Willst du ihn vorführen? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich meine, das merkt man ja allein schon daran, wie du jetzt darüber redest. Wenn du könntest dich jetzt ja auch hier hinstellen und sagen, was? Es gibt Leute, die sagen, Schuh des Manitou ist nicht zeitgemäß, das geht ja gar nicht, bla bla bla, das sind alles irgendwie Snowflakes oder so. Aber ich meine, allein, dass du das auch aus dem jetzigen Kontext weißt einzuordnen, und ich finde, das merkt man ja auch deine Arbeit an LOL an, dass du ja auch wahnsinnig sensibel bist und auch immer dir überlegst natürlich, wie das Ganze gesehen wird und auch vor allem im Hier und Jetzt gesehen wird. Und ja, vor allem, also was mir besonders gefällt, ist, wenn es gelingt, so eine Familie von Fernseher zu locken, ne? Oder eine Familie ins Kino zu bringen. Also dieses klassische Family Entertainment. LOL ist genau das Gleiche. Du kannst, also ich sage jetzt mal so, ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen mal das japanische LOL gesehen hat. Ja, also da draußen, wir sind ja hier, auch hier drin und wir haben so ein bisschen also, reingeschaut. Also als mir das damals schon sehr gezeigt wurde, ja, vom Produzenten, den du ja auch kennst, Otto Steiner, den ich ja lange kenne, den habe ich wirklich angerufen und gesagt, Otto, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Das ist ganz schlimm. Bist du wahnsinnig? Das kannst du nicht so machen. Ich meine, die gehen da richtig. Also die haben ja auch, glaube ich, nichts vorbereitet, oder? Nein, also die suchen ja dann, es wird auch immer, also primitiver, aber auf so einer, nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, sondern auf so richtig so tief menschlich, denkst du so, wie sehr ist der Mensch eigentlich ein Tier? Also naja, den fällt nach einer halben Stunde, oder zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es vielleicht die erste Staffel, die sie mir da geschickt haben, und da haben sich die Leute halt, die haben sich halt ausgezogen, die haben sich nackig gemacht, die haben sich riesen Dildos auf den Kopf gehauen, da sind Leute mit Penisjacken rumgelaufen. Da dachte ich, sag mal, Otto, das ist doch nicht der Ernst. Ja, auch die australische Version, ich glaube, jetzt kann man es sagen, ich war bei der ersten Staffel. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Da war ich so wie ein Backup, weil das war so zu Hochzeiten der Pandemie, und da wusste man nicht, wenn jetzt jemand Corona hat, dann muss man sofort, wie so ein Haifischgebiss. Ich war so der zweite Zahn, und dann kam es aber nicht dazu, und da hatten wir uns dann zur Vorbereitung die australische Staffel angeschaut, Staffel 1, moderiert von Rebel Wilson. Ich weiß nicht, ob sie auch deine Rolle quasi einnimmt, dass sie auch so kreativ dabei ist. Ich denke, es ist auch egal, aber da war dann irgendwann so ein Typ in so einem Kostüm mit, glaube ich, 40 Penissen drauf, und wir dachten uns, ja, ist irgendwie schon. Ja, und das Witzige war, wir haben ja vorher ein Briefing bekommen von Prime. Ja, bitte geschmackvolle Witze und nicht zu viel Furzwitze, nicht zu viel Peniswitze und so weiter. Und dann haben wir dieses australische LOL geschaut. Und dachten so, okay, also einfach nicht so, das. Keine Ahnung, wie viele Folgen. Einfach nur Leute, die sich an irgendwelchen Plastikdildos gerieben haben und gemacht haben. Das war so anstrengend. Ja, und das wollte ich damit sagen. Damit ging es los. Und dann habe ich eben zu Otto gesagt, pass auf, das Einzige, was ich daran wirklich gut finde, ist die Grundidee, dass 10 Leute 6 Stunden lang in einem Raum sind und nicht lachen dürfen. Aber dann musst du die A-Liga holen, dann musst du Leute holen, die sich mögen. Da darf es auch nicht um die Kohle gehen. Ne? Im Originalformat dürfen die ja das Geld behalten. Ja, das ist auch gar nicht gut. Nee, weil dann kriegt das so eine Big Brother-Mentalität. Dann müssen die Leute sich vorbereiten. Mhm. Dann müssen sie humoristisch Angst voreinander haben. Ne? Also das muss ein Spielerabend sein. Und ich möchte auch Sachen vorbereiten, die ich reinschicken kann. Und daraus ist es entstanden. Aber man muss dazu auch sagen, wir hatten keine Pilotfolge. Ne? Wir haben das gemacht. Wir haben es gemacht. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs von der Staffel 1. Die war so magisch. Also das war wirklich, also wie Teddy dann am Schluss wirklich wie so,
nicht Phönix aus der Asche, aber wie Phönix aus dem Feuer. Also er ist ja schon on fire und also dann nochmal. Die Mona Lisa Gang Nummer hat 10. mich gekillt, ne? Ja, das war so. Mit und, wie er nicht an die Hand kommt, da bin ja. ich gestorben. Und du merkst ja manchmal, hast du es dann so im Gefühl, ja, wo du denkst, okay, wird das was, wird das nichts und so. Und es ist ja, und ich muss das jetzt nochmal sagen, weil das da draußen oft vermutet wird, da ist nichts gescriptet. Mhm. Ja. Ja. Es gibt keine Vorgaben, das kannst du ja bestätigen. Wir sagen keinem Künstler oder Künstlerin, du bist dann und dann dran oder du mhm. darfst nur das machen oder mach du das jetzt. Nein, das, ich weiß nicht, was passiert und ihr wisst nicht, was ich reinschicke. Ja, also ich würde sagen, ich war noch nie in so einer gut abgesteckten Sendung, weil es einfach räumlich ganz klar Grenzen gibt, weil du musst halt in dieser Wohnung oder in diesem Raum bleiben, aber trotzdem bist du so frei wie sonst nie. Und ja. du musst auch frei werden. Also auch wenn Leute mich fragen, wie bereitest du dich denn vor, nicht zu lachen. Ich habe auch schon mit Schauspielern geredet, die dann einfach gesagt haben, ja, ich würde dann einfach eine Person spielen, die nicht lacht. Das kannst du nicht. Also es ist echt so wie so eine Zwiebel, die immer weiter geschält wird und am Schluss eigentlich so ab Stunde 4 wird es eh psychedelisch, weil es einfach so verrückt ist. Und die Leute sehen sich vorher nicht. Wir versuchen ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die da reingehen, vorher auch mal räumlich zu trennen. Das heißt, die treffen wirklich, wenn sie da einziehen, dann aufeinander. Ja? Mhm. Und das weißt du natürlich nicht, wenn du die erste Staffel produzierst, ob das funktioniert. Aber wir haben gesagt, nein, wir lassen sie laufen. Wir haben da A-Klasse-Leute drin. Das ist jetzt ein Vertrauensvorschuss. Bei der ersten Staffel, beim Einzug, nach 5 bis 10 Minuten, habe ich so gedacht, boah, das wird der Wahnsinn. Ja. Das wird der Wahnsinn. Ich spüre es, ich spüre es. Ich spüre, wie die schon rein, wie Teddy da schon reinkommt, weißt du, als Erster. Ja? Dann auf Anke trifft. Also das ist brillant. Also ich finde aber, dass jede Staffel ihren eigenen Charme hat. Mhm. Weil durch die immer neue Konstellationen ergeben sich natürlich auch neue Situationen. Aber ich glaube auch, dass der Erfolg von LOL wirklich 1:1 damit zusammenhängt, dass eine Person, nämlich in dem Fall du, alles überblickt hast, vom Casting bis zu vor Ort moderiert, wie die aufeinander stoßen, bis auf dann den Schnitt. Weil das ist ja leider bei deutschen Produktionen ganz oft so, dass es allen so ein bisschen egal ist, wie das Endprodukt wird. Und dann mischt der mal mit rein und der sagt mal, ja, das finde ich auch noch lustig und so. Und am Schluss hat man so einen Gemischtwarenladen. Ja, du bist halt von vorne bis hinten wirklich am Regler. Also du machst es natürlich nicht alleine, aber du hast beim Casting, hast du Mitspracherecht oder wahrscheinlich sogar das letzte Wort? Auch Sachen, die kegeln dich dann selber raus, weil du selber über deinen eigenen Kram so lachen musst. Ne? Da ist ja die Martina ganz weit vorne. Ne? Ja, die das ist echt krass, wie sie sich selber dann immer zusammenreißen muss. Und das ist ja, ich finde das, also die Nummern sind ja das eine, aber am liebsten gucke ich den Leuten ja zu, wenn sie kämpfen. Mhm. Ne? Wenn sie kurz davor sind zu platzen. Was da so passiert. Man darf nicht unterschätzen, das ist wie mit einer Übermüdung. Ne? Wenn du übermüdet bist, zumindest ist es bei mir so, lachst du ja sehr schnell über jeden Scheiß. Ne? Und das passiert da drin natürlich auch. Ne? Du bist da 5-6 Stunden. Und da kann dann so ein Huhn auf dem Kopf schon mal der Auslöser sein. Wobei du vorher alles ausgehalten hast. Ne? Also ich mein, du würdest dich auch nie als jemanden beschreiben, oh, also wenn ich einen Huhn auf dem Kopf sehe, dann kann ich mich ja gar nicht mehr halten. Richtig, ja. Und da passieren einfach Dinge, ich meine, Elton, ne? Elton hat so eine Uhr. Hast du es mitbekommen? Ja, ich saß da neben ihm, die Uhr, diese Smartwatch. Er meinte nach der Show zu mir, meine Uhr hat mit mir gesprochen. Ja. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, ja, ihr Puls ist bei 160, sie bewegen sich aber nicht. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. So, ne? Das ist so unangenehm. Wie glaubst du, würdest du denn bei LOL abschneiden? Und vor wem hättest du am meisten Angst? Gott, es ist so schlimm. Ich vermute, ich würde echt, also selbst wenn ich mich zusammenreißen würde, ich würde keine 2 Minuten durchhalten. Mein Problem ist, wenn mir jemand sagt, du darfst jetzt nicht lachen, dann geht's ja los. Das war in der Schule schon so. Ich traue es mir gar nicht sagen. Es gab auch Momente schon auf Beerdigung, ne, wo ich so dachte, oh Gott, ist das komisch gerade. Ne? Also, wenn du da nicht lachen darfst, das ist ja ein Multiplikator. Das weißt du ja selber in der Schule. Wenn es aufgelöst ist, fragst du dich, ja, so lustig war es jetzt auch nicht. Das war eigentlich sogar ziemlich traurig, weil meine Mutter zum Grabe getragen wurde. Aber es war halt fucking hilarious in dem Moment. aber das ist so, ich glaube, das steckt so in mir drin. Also ich würde es natürlich gern, immer wieder denken wir natürlich drüber nach, aber ich sage immer, es macht so wenig Sinn. Ich bin halt dann gleich wieder raus. Ne? So.
Du lädst immer ziemlich verrückte Gastperformer zu LOL ein. Ich komme immer wieder auf das Thema LOL zurück, ja, klar, weil es einfach uns verbindet. Total. Und ich auch Werbung machen will für die neue Staffel, ja, weil sie ist mega geil. Nur bei Prime Video. Ich habe schon die ersten 4 Folgen gesehen, sie ist wirklich mega geil. Aber auf jeden Fall hast du immer so krasse Gastperformer und aus Ensemble-Sicht muss ich sagen, das ist immer das, was ich am allerschlimmsten finde. Also da denke ich dann immer so, oh fuck, nein, scheiße, das gibt's ja auch noch. Und dann kommt irgendwie Staffel 1 Heino mit einem Heliumballon. Also einfach so Sachen, wo du so denkst, das ist nicht mal in einem Fiebertraum möglich. Was ist denn für dich so, was wäre so der heilige Gral, was dich so komplett zum Lachen bringen würde? Welcher Stargast? Also ich sag, ich sag mal, ihr da drin, also da die Leute, die da drin sind, die schätze ich ungemein. Also die bringen mich alle irgendwie an den Rand der Verzweiflung. aber auf der falschen Seite. Aber ich sage jetzt mal so, du meinst jetzt so international, ne? Also wenn einfach alles möglich wäre, sogar lebendig und tot. Die Erfahrung mit Jim Carrey war schon besonders. Ja. Ja. Und was der mit seinem Gesicht treibt, ist unfassbar. Und hast du mit dem ein bisschen Zeit verbracht auch? Ja, und das würde ich tatsächlich gerne erzählen, weil es so schön war, weil man Leute bewundert, schätzt und plötzlich hast du tatsächlich die Möglichkeit, sie zu treffen und mit ihnen Zeit zu verbringen oder sie zu erleben und dann hoffst du so, dass die nett sind. Du dokumentierst gerade Thomas Stunde vor dem Podcast. nein, es ist einfach so, dass du so denkst, bitte lass den nett sein, ja. weil wenn das jetzt ein Idiot ist oder wenn der sich blöd benimmt oder arrogant oder dann ja, so wie wenn kannst du siehst, so, gucken oh dem, nein, mein Lieblingsessen beinhaltet, dass kleine Welpen verprügelt werden. Oh nein, ich kann nie wieder Popcorn essen. Zum Beispiel, ja. Ich habe keine Ahnung von Ernährungswissenschaften. Ich weiß nicht, wie du auf diese Metapher kommst, aber sie trifft zu. Ja, man will sich einfach nicht alles, was schön ist, kaputt machen lassen durch Wissen. Ich war der größte Kanye West-Fan und seitdem er gesagt hat, ich mag Hitler. Schwierig. So. Jetzt zurück zu Jim Carrey. So, also ich komme an dieses Set, ja, und ich sag mal Alan Arkin, ja, Steve Buscemi, Steve Carell, Jim Carrey. Ne? Und dann Wahnsinn. Dann hat Olivia Wilde war dabei. Ne? Also mit der hatte ich jetzt keine Szene, aber mit den anderen 4. Ne? Und nicht irgendwie, wir drehen den Bulli da hinten im Eck und schneiden ihn später rein. Nein, ich habe mit denen gedreht. So. Und das war sowieso schon, es waren 4 Drehtage. Ich hatte 2 in Las Vegas und 2 in tatsächlich, also richtig in einer Bar in Hollywood. Wie sind die auf dich gekommen? Noch kurz, dass ich das für meine Karriere ein bisschen nachempfinden kann. Die haben mich tatsächlich einfach angerufen. Das ist kein Witz. Echt? Da klingelt kam von dann so Warner, plus du, eins? Ja, nein, du, pass auf, hier Warner, wir haben da so eine kleine Rolle mit so einem Magician, der kommt aus Deutschland, hat Probleme mit Katzen. Wäre das was für dich? Sag ich, ja. So, und dann stehst du da im Set mit diesen ganzen Granaten und spielst deine Szene und dann kommt der absolute Hammer. Dann kommt Jim Carrey zu mir und ich weiß gar nicht mehr, um welchen Gags ging. Ich hab's vergessen. So. Kommt er zu mir, so, nimmt mich so zur Seite und sagt, hör mal, was hältst du davon, wenn du statt den Gag bringst? Ist vielleicht lustiger. Und ich gucke ihn so an und denke nur, hey, Jim Carrey hat mir gerade eine Pointe geschenkt. Ist das? Und ganz nett, überhaupt nicht überheblich. Ja. Einfach nur so, du kam mir gerade, probier's mal aus. Mhm. So. Und dann ist er wieder so weggegangen. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Stell dir das mal vor. Ja, und dann noch eine Sache, die mich massiv beeindruckt hat. Es gibt eine Szene, die spielt mitten in Las Vegas. Jim Carrey spielt so einen durchgeknallten Magician, der so Stunt-Magician, so Stunt Tricks macht, ja, so, indem er sich selber ins Gesicht schlägt und dann da aus einer Wunde so eine Karte rausholt. Also so völlig durch. Das sieht aber richtig krass aus mit der Hast Karte. Gesehen? Ja, ja, ja? Ich habe den zweimal gesehen, den Film. Diese Performance, die er da macht, hat er den ganzen Tag performt. Ne? Oh klar. Gott. So. Ja. Und am Schluss kommen die sogenannten Reaction Shots, also auf die Kollegen, die zuschauen, wie sie auf ihn reagieren. Jetzt hätte ich total verstanden, wenn Jim Carrey gesagt hätte, Leute, ich habe das jetzt 3 Stunden hier gemacht, 4 Stunden, das war total körperlich, ich bin dauernd auf die Fresse geflogen, ist es okay, wenn das hier jetzt mein Double macht oder ein Stuntman oder was auch immer, hätte ich total verstanden. Der hat es für mein Reaction-Shot, also meine Reaktion war als letztes dran, der hat es bis zum Schluss durchgezogen und hat die ganze Performance für mich nochmal gemacht, damit meine Reaktion stimmt. Und da, in dem Moment habe ich gedacht, das musst du mitnehmen. Es gibt so viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die das niemals tun würden. Niemals. Aber du hast hier einen Weltstar, der sagt, okay, ich bin auch nur so gut wie die Reaktionen darauf. Der hat das begriffen, dass der Reaction Shot mindestens genauso wertvoll ist
wie die eigene Performance. Und mal abgesehen davon, dass es unheimlich kollegial ist, sehr professionell. Und nach Drehschluss stand dann noch eine Stunde da und hat den ganzen Leuten, Komparsen, dann Autogramm gegeben, Foto gegeben. Krass. Also da muss ich sagen, da war ich hochgradig beeindruckt und seitdem bin ich noch viel größer Jim Carrey-Fan hat schon davor. Es wäre aber auch witzig, wenn du dann voll der Arsch gewesen wärst. Wenn er dir einen Gag schenkt dir einen Gag und du sagst, es ist dein fucking Ernst, Jim? Do you know who I am? Aber weil du gerade sagst, do you know who I am, da gab es eine sehr lustige Geschichte auch. Wir sind nämlich dort angekommen, wir sind ja alle ans Set gefahren worden da in Las Vegas und wir steigen aus. So, aber ihr seid alle mit unterschiedlichen Wagen da? Genau. Oder man aber fährt ja wahrscheinlich nicht zusammen. Ja. So. Und ich war auch einer der dritte oder vierte oder was auch immer. Und ich steige aus diesem Auto und es war ja so eine Mischung aus Komparsen und Touristen, die natürlich auch gucken wollen, war ja ein Riesenset. So. Und ich steige aus und wie durch Zufall höre ich auf einmal Bulli! Weißt du? Und alle drehen sich um. Ja, Jim Carrey dreht sich um, Steve Carell dreht sich um. Und dann kommen diese drei, vier Touristen und stürmen auf mich zu und wollen Fotos. Ach, und die geil. Das waren dann Deutsche? Ja, ja, die waren für halt die so muss das ja der absolute Wahnsinn ja, gewesen aber, sein. Aber die Fata Morgana. Aber die Reaktion von den Kollegen, die dann gesagt haben, hey, wow, wir haben hier echt the big Ach, one. Das ist weißt aber so? Richtig geil. Ja. Das hätte man ja nicht dann, besser planen ja, können. Ja, aber ich konnte dann, mir war es dann auch peinlich, ich habe dann nur rübergerufen, Rent a Fan. Eine Pia hat gefragt, wie ist es, eine eigene Virtual Reality Rutsche in der Erdinger Therme zu haben? Das ist cool. Also wir haben, das ist cool. Nein, es gibt zwischendurch sage ich immer Erde-Therming, weil ich es durcheinander bringe. Also die soll mega geil sein, die Erdinger Therme. Nein, oder da weiß ich noch also die Therme Erding ist, ich glaube, eine der größten Thermen in ganz Europa. Ist ein riesiger. Ja, ja, die ist ultra krass. Ja. Unfassbar viele Rutschen. Ich kann gerne ein bisschen Werbung für machen, weil ja, es ist wirklich toll. Ist wirklich toll. Du kannst so Cocktails trinken im Wasser alles. Und alles. Ja. Was? Und hast da eine Rutsche? Na, pass auf. Ja, ja, die haben eine VR-Rutsche. Virtual Reality. Zum Glück wusste ich das vorher. Jetzt sind zwar echt total nervös gewesen vor diesem Podcast. Ja, du kannst eine Brille aufsetzen. Dann kannst du sozusagen über die Brille, da gibt es irgendwelche Kopfhörer, die dir sozusagen hier an den Knochen gesetzt werden. Dann hörst du. Also was? Du steckst es nicht ins Ohr, sondern du hast es. Es wird über irgendwelche. Ich weiß nicht, wie über das funktioniert. Ja, das funktioniert. So Cyberlink. Telepathie. Und wir haben sozusagen drei Varianten. Dann kannst du auf einmal vietnamesisch. Von diesem, ich nenne es jetzt mal von diesem Ride produziert. Das heißt, die Rutsche kannst du auch ohne Brille runterrutschen. Das dauert vielleicht so also eine die Rutschfahrt. Also die Schwerkraft funktioniert nach wie vor. Ja, das sind so 20, 30 Sekunden. Okay. Aber du kannst dir auch die Brille aufsetzen und dir aussuchen, ob du jetzt mit dem Abahachi. Nein. Quatsch, mit dem Winnetou, mit dem Wiggy oder mit dem Spooky. Da runterrutschen willst. Ach, krass. Und dann sitzt du da drin, was? Setzt die Brille auf. Und dann moderierst du quasi, während andere Leute Spaß haben. Ja, genau. Also du sitzt in deinem Ring. Nein. Und rutscht da wirklich runter und die Fahrt ist der natürlichen Bewegung, der Fliehkraft, der Rutsche angepasst. Und du rutscht runter und hast aber, du kannst hingucken, wo du willst, weil es ja Virtual Reality ist, bist aber in diesem Art Tunnel, wie eine Achterbahn und fährst mir hinterher. Und man sieht dich dann von hinten und du von guckst vorne. Dann nein, ich fahre quasi rückwärts. Ei. Ich fahre rückwärts und spreche die ganze Zeit mit demjenigen, der vor mir herrutscht. Dann bist du ja wirklich cool. Ein Superstar. Ich also dachte, du bist ein Megastar. Ich dachte vor der Aufzeichnung drauf geschissen, das ist so ein popeliger Regisseur. Naja. Ja, das höre ich immer öfter. Und mittlerweile auch nicht nur zu Hause. Eine Dame hat noch gefragt. Guter deutscher Domestic Violence Humor, das lieben sie doch. Oh, die Alte nervt mich wieder. Eine hat gefragt, ich kriege ihren Namen gerade nicht mehr auf die Schnelle. Guck, wie ob wir jetzt immer so noch, wichtig tun mit unserem Zettel. Ja, es ist übrigens unglaublich kruschelig, weil es einfach so ein wahnsinnig kleiner Raum ist. Es ist sehr klein und sehr heiß. Fabiola fragt, spielst du immer noch Zither? Zither. Du weißt, sorry, was Zither ist. Tut ein mir Instrument. Leid. Ich bin der mit. Er ist, der ist ein Musikinstrument. Mein Gott, was hast du dir da für einen Kerl angehört? Ich weiß es auch nicht, aber es ist. Er also, macht viel mit dem Kind. Ich kann arbeiten gehen. Du weißt, was eine Zither ist. Ja, ja. Ist eine Harfe, die vor einem liegt. Gute Beschreibung. Bisschen kleiner, klar. Ist wahrscheinlich eine Anspielung, nehme ich mal an, auf Shoot Is Manitou, wo im Hintergrund der Winnie Touch auf der Zither spielt. Und im Vordergrund sich Ranger und Abahachi über Fotos unterhalten. Ich habe nur so getan, als ob ich Zither spielen kann. Ach, was? Ja. Ach. Ja. Also Luftzither eigentlich. Ich war sozusagen in dem Moment echter Schauspieler.
Mhm. Method, und, der Method-Zitterer. Ich habe so getan, als würde ich spielen, hab's aber gar nicht. Okay. Und, aber das kannst du nach wie vor. Das kann ich. Ich kann so tun, als ob ich spielen kann. Perfekt, das kann ich, ja, ja. Melissa fragt noch, welche Pläne hast du für die Zukunft? Das ist eine sehr kluge und schöne Frage, weil ich mir tatsächlich erst letztes Jahr gedacht habe, was mache ich denn kommendes Jahr? Mhm. Und wie kann und ich dir dabei helfen? Ja, ja, pass auf, hör zu, vielleicht fällt dir was ein. Also ich habe dann so ein bisschen auf den See geguckt. Das ist gut, wenn man sich mal Zeit zum Nachdenken nimmt. Und dann ist mir irgendwann gekommen, es geht gar nicht darum, was ich das kommende Jahr mache, es geht darum, was ich die nächsten 10 Jahre mache. Und dann platzte so ein Knoten und habe mich darauf sozusagen mal reduziert, was sind diese Wunschprojekte, die du tatsächlich hast, dass du dich wirklich um die Sachen kümmerst, die du wirklich machen willst und nicht diesen ganzen anderen Scheiß, wo du sagst, ja, mach ich mal dem zuliebe, so wie Podcast, ne? Dass man sagt, nee, weißt du, das ist halt wieder ein Podcast, nee, mach mal nicht. Die hat sich da zweimal genau, 6 Stunden so, quälen lassen, ja, dann gehe ich halt mal zu ihr und ihrem komischen Mann. Und dann habe ich so gesagt, nee, okay, es gibt tatsächlich 3 Projekte, die habe ich noch auf meiner Liste. Ja, lass mich raten, warte, weil du hast am Anfang des Podcasts mal gesagt, du liebst Vicky. Habe ich schon gemacht. Winnetou. Habe ich auch schon gemacht. Elvis hast du noch nicht gemacht. Ja, aber da gibt es jetzt leider einen ganz tollen Film. Ne? Ja, aber komm, also an Austin Butler kommst du ja wohl ran. Ich habe ja mal sowas, also im Prolog von Judas Manitou Extra Large gibt es ja den Großvater, den grauen Star. Stimmt, der hat ja den Anzug. Ja, das stimmt. Das war die Inspiration für Elvis. So. Okay. Es gibt tatsächlich ein Projekt, von dem ich nicht weiß, ob es jemals produziert wird. Das ist ein Film über das Leben von Siegfried und Roy. Mhm. Als Drama tatsächlich. Diese Geschichte ist unfassbar, bigger than life. Ich habe die das erste Mal 2014 getroffen. Das war übrigens auch das Drehbuch, was ich vorhin erzählt habe, was ich da in der Pandemie geschrieben habe. Genau. Gott. Und das ist, wie gesagt, dem Projekt hechle ich seit 7 Jahren hinterher oder seit fast 8. Und wäre ein absolutes Traumprojekt, ist unheimlich schwierig zu realisieren. Weiß ich nicht, ob es jemals stattfindet, aber das wäre so ein Traum, so also ein Herzensprojekt. Ich sag's nur mal ganz uneigennützig. Ein Freund von uns hat mal Thomas und mich als Joe Exotic und Tiger von Tiger King gemacht und ich war der Tiger und ich sehe echt gut aus als Tiger. Also falls du noch einen brauchst. Das ist ein guter Tipp, weil da waren 80 Viecher, die muss man irgendwo herstellen. Also irgend so also ein Background-Tiger von hinten in kann der Unschärfe, ich dir schon spielen. Ja, genau. Wunderbar, das kriegen wir hin. Perfekt. Das kriegen wir hin. Ja, vielleicht hast du auf den Elefanten Lust. Also auf jeden Fall, so wie ich Thomas da, nach dieser gehört. Folge einschätze. So. Komm, Hänsel, mach noch deinen Elefanten. Der hat mich auch in der Show total beeindruckt. Habe ich den gemacht? Hab ich jetzt gespoilert? Ich kann mich gar nicht erinnern. Siehst ich habe wirklich einen Filmriss. Ja, nein, du hast ihn gemacht. Tiere waren ein großes Thema. So, dann habe ich auf meiner Wunschliste, ich sage es einfach, ist jetzt auch kein großes Ding, ich möchte nochmal einen richtig schönen, lustigen Weihnachtsfilm machen. Mhm. Und dann gibt es ein Projekt, das kann ich jetzt nicht raushauen hier. Das, da habe ich Angst mal vor. Nee, da habe ich Angst vor. Es ist so, ist wie mit dem Huhn, das erst gackert, wenn es das Ei gelegt hat. Weißt du? Ah, okay. So, ne? Aber das sind so die Dinge, auf die ich schon nochmal richtig Lust hätte. Aber am Ende kommt es dann eh so, dass irgendwo ein anderes Projekt um die Ecke kommt und dann machst du halt das. Und dann sitzt man in Herrschaftszeiten. Genau. Ich habe noch eine abschließende private Frage. Ich habe früher jede Weihnachten eine Zeit lang das Guinness Buch der Rekorde bekommen. Und da war Jedes Jahr. Ja, er Stimmt ist auch da drin, Sachen? Weil er der ist, der die meisten Guinness-Buch der Rekorde-Bücher geschenkt gekriegt ja, hat. Ja, so 5 Jahre lang oder so. Und da war die Bulli-Parade drin. Weißt du, mit welchem Rekord? Das hat mich nämlich damals total beeindruckt. Wirklich? Das höre ich zum ersten Mal. Da war die Bulli-Parade drin mit dem Rekord höchste Gagdichte einer, weiß nicht, deutschen Produktion oder... Was? Ja. Krass, das ist ja richtig gut. Hey, wie geil ist denn das? Das ist mega gut. Ihr seid so der Stroh 80 unter ja, den Sendungen. Ja, sag mal, wer hast du das Buch noch? Ich könnte mal schauen. Also ich das ist doch in Ulm auf dem Dachboden. Ja, es müsste dann so 2002, 3, 4 sein. Habe ich nie erfahren. Und ich denke, dass wahrscheinlich Bullis Tapete das Ganze ein bisschen nach oben geschraubt hat. Oder da kam ja quasi ein Gag nach dem anderen. Das war ja in der DJ Bobo Hairstyle-Ära, ja, oder? Ja, ja, Christian Tramitz hasst die Tapete. Das fand ich mega geil. Das war glaube ich, mein Lieblingsteil. Ja. Hoscha, ich stehe heute mit meiner Tapete im Schlagerhimmel und das ist gut so, denn hier singt sogar die Titanic. Oh Mann, hey, danke Bulli, dass du da warst. Vielen Dank. Oder ich sage mal danke an uns, dass wir nach München gefahren sind. Ja, ich meine, vielen Dank. Du wohnst ja hier. Ja, ich, für mich mein war das Gott, ja leicht. Ich bin gekommen. Ich wurde ja hier von der Tür verprügelt. Genau, ich habe den Espresso bekommen, ich habe Wasser bekommen, ja. Ich habe eine gute Zeit gehabt. Ich bedanke mich. Nein, es war wirklich sehr, sehr cool. Also du bist für mich
ein bisschen so wie für dich Jim Carrey. Also ist wirklich so. Auf. Nee, es war wirklich so, dass ich so dachte, ja, ich habe ja schon viele kennengelernt. Da gibt es auch so ein, zwei TV-Legenden, die einfach ein bisschen einen an der Klatsche haben. Aber bei dir, finde ich, ist es echt gut, dass du dieses an der Klatsche haben ganz den Rollen überlässt, die du spielst. Und du selber bist echt irgendwie ein chilliger Dude. Vielen Dank.